Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um Case Classes. Case Classes sind, ich glaube, ziemlich schwer, wenn man sie selbst programmieren muss. Das heißt, wenn irgendwie ihr eine Programmiersprache schreibt, sind Case Classes, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwer zu programmieren, aber sie sind unglaublich cool. Und zwar, sie haben eine Methode, die sich auch hier für ein Pattern Matching nutzen lässt. Das heißt, ihr könnt sozusagen eine eigene Klasse kreieren, Case Class, My Class. Und die ist jetzt, keine Ahnung, die hat hier irgendwie ein Int A, dann ein Int B und, keine Ahnung, vielleicht noch ein String S. So, nur so als Beispiel. So, und was jetzt passiert ist, ihr habt die Möglichkeit, neue Objekte zu erstellen. Sagen wir mal, My Class sollte natürlich groß geschrieben werden hier. My Class M ist gleich, und jetzt habt ihr meistens auch die Möglichkeit, MyClass und dann hier eben diese drei Werte einfach anzugeben. Das heißt, ihr habt eine sogenannte Factory-Methode. Also das heißt automatisch, ihr müsst keinen Konstruktor mit new oder sowas machen, sondern ihr könnt tatsächlich einfach MyClass aufrufen und dann einfach ein A eingeben. Also ihr müsst tatsächlich auch jedes Mal alle drei Werte setzen. 42.337 und ein Hallo mit nur 2L bitte. So. Und jetzt habt ihr eins von diesen Objekten in der Hand. Und jetzt könnt ihr sagen, ich hätte ganz gerne ein Match darauf angewandt. Und das ist jetzt gar nicht mehr so schwer. Man sieht ja hier eigentlich schon, um was es geht. Aber ihr habt natürlich hier die Methoden, Attribute habt ihr hier drin. Ihr könnt alles hier drin haben, was ihr wollt. Und im Endeffekt hat dieses Switch dann nur den Sinn und Zweck, diese Objekte hier miteinander zu vergleichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Switch über M mache, dann habe ich hier jetzt nicht solche Cases, sondern ich habe My Class von 42 und zum Beispiel Bodenstrich, da sind jetzt die Wildcards wieder wichtig, weil uns zum Beispiel der zweite Fall hier nicht interessiert und der dritte Fall interessiert uns auch nicht, dann sagen wir hier, okay, wir haben auf jeden Fall als A 42. Das heißt, wir sagen, also dieses Switch hier fängt jetzt tatsächlich jedes Objekt M, das als A 42 hat, und alle anderen Objekte, die bei A irgendeinen anderen Wert haben, kommen nicht durch. Aber ob jetzt hier 1337 oder 1338 oder sonst irgendwas steht, ist uns völlig egal. Das bedeutet, wir haben hier aber auch die Möglichkeit dann zu schreiben, M hat auf jeden Fall A gleich 42. So, und das kann ich natürlich jetzt beliebig ausweiten. Ich kann jetzt hier natürlich auch wieder mit meinen Guards kommen und sagen, oder hier zum Beispiel einfach ein X reinschreiben. Das ist natürlich jetzt Pattern Matching. Das bedeutet, ich setze mein X auf 1337 und dann kann ich sagen, if X größer als 1000. Und dann kann ich sagen, okay, M hat auf jeden Fall bei A den Wert 42 und bei B den Wert, einen Wert größer 1000. Einen Wert größer 1000. So, und das ist natürlich ziemlich geil, weil ich jetzt hier sehr, sehr viel machen kann, was man sonst nur sehr umständlich machen müsste. Ihr seht, das ist quasi ein One-Liner, was wir hier gemacht haben. Und das wäre in jeder anderen normalen, objektorientierten Sprache, sage ich mal, die keine funktionalen Elemente hat, wäre das sehr, sehr umständlich zu schreiben. Und tatsächlich geht das alles mit diesen sogenannten Case Classes. Klar, kann man sich auch irgendwie selbst ein bisschen implementieren, aber dann muss man sich hier irgendwie dieses Switch noch ein bisschen neu definieren. Aber es funktioniert natürlich auch, wenn man selbst macht. Das ist halt einfach ein bisschen umständlicher. Okay, ich dachte mir, das könnte euch auf jeden Fall interessieren. Eigentlich ist es tatsächlich so einfach. Ich kann Wildcards benutzen an diesen Werten. Ich kann hier ganz normale Variablen benutzen und kann irgendwelche Guards benutzen. Und ich kann konkretes Matching machen. All das kann ich hier in einer für komplette Instanzen von Case Classes kann ich das anwenden. Und es ist eigentlich super mächtig. Deswegen, ja, wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Leider sehr, sehr selten gesehen. Ich meine, Scala hat auf jeden Fall diese Case Classes und es gibt noch ein paar andere Sprachen, die das auch können, aber so die Standardsprachen können es leider noch nicht unbedingt. Deswegen immer vorsichtig sein bei der Verwendung, aber ja, gut, wir hören uns. Bis dann, ciao.